Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Maki Soccerbude. Schön, dass ihr dabei seid und wir gehen hier mit der HMS Caledon ins Gefecht. Tier 3 Kreuzer der Engländer. Und wie ich jetzt so gerade so sehe, habe ich vergessen, mir eine Tarnung drauf zu machen. Naja, es wird auch ohne gehen. Wetter ist bescheiden. Aber es hört gleich wieder auf zu regnen. Und ja, schauen wir mal, was wir mit dem Pott hier so reißen können. Vielleicht machen wir ja auch nochmal einen schönen Torpedo-Hit. Ich sag mal, Schlachtschiffe sind genug da. Das Problem ist, die Engländer sind jetzt gerade nicht so stark gepanzert. Vor allem nicht um die Zitadelle rum. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Und jetzt warten wir mal, bis erstmal ein feindliches Schiff aufgeht. Ich werde mal ein bisschen irgendwie so in zweiter Reihe fahren. Weil ich habe keine Lust, schon als erstes dann hier einen auf die Mütze zu kriegen. Weil ich brauche erstmal auch die feindlichen Kreuzer in Reichweite. Wir haben jetzt auch nicht so eine hohe Reichweite mit 11 Kilometern, war fast 12. Muss man halt ein bisschen drauf achten. So, feindlicher Zerstörer in der Mitte. Da ist die Campbelltown. Dann eröffnen wir das Feuer auf die Zerstörer. Mal gerade unseren Kreuzer versenkt. So, wir sind schon wieder zwei Schiffe im Rückstand. Wir haben keinen Zerstörer mehr. Ah. Der englische Kreuzer hat sich noch gerecht. Wir sind, glaube ich, schade, wir sind nicht alleine in B. Da ist irgendwie nur ein Schiff drin. Da. Okay, es ist nicht nur ein Schiff da drin, es sind mehrere da drin. Schnell wegdrehen. Jetzt frage ich mich, warum ich jetzt gerade wieder nicht getroffen habe. Ach ja, die Kugeln sind gerade wieder etwas schwach auf der Brust im Fliegen. Sie gehen nämlich schon wieder vorher wieder unter. Ah, endlich. Jetzt habe ich eine Insel, davor war ja klar. Diese Kackinsel kann ich auch wieder nicht schießen. So, ganz schnell weg hier. So, jetzt haben wir da hinten noch eine Karlsruhe. Oh, da ist er raus. Kleiner Treffer. So, drehen wir die Wanne hier mal.
Reparieren wir uns mal wieder ein paar HPs hinzu. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier uns die Karlsruhe hier schnappen. Aber ich glaube, die Karlsruhe werde ich auch nicht mehr sehen. Jetzt ist sie nämlich geplatzt. Ich werde jetzt mal auf B fahren. Vielleicht kriege ich auch noch mal ein paar Schüsse raus. Es ist ja immer so schön, wenn hier immer so viele gottverdammte Inseln rumstehen. So, jetzt halten wir es mal auf diese Dané drauf. Vielleicht mache ich hier mal so einen Lucky Shot. Aber die kurvt jetzt auch nur noch rum. Da ist jetzt eigentlich egal, ist, wie ich schieße, weil der kurvt jetzt sowieso die ganze Zeit rum, werde ich ihn auch nicht so wirklich treffen. Außer mal mit so einem Luckshot. Hui. So, jetzt nehmen wir erstmal hier gepflegt B ein. Schauen wir mal, ob wir durch die Miyogi kommen. Ich glaube nicht. Nee. Ja, und jetzt haben wir hier das Problem, dass wir an Schlachtschiffen eigentlich nichts machen können. Wir können sie nicht in Brand stecken. Wir können eigentlich gar nichts an Schlachtschiffen machen. Außer extrem nah ranfahren und sie zu torpedieren, also zumindest den Versuch wagen. Vielleicht mache ich jetzt hier irgendwie noch einen Treffer, aber ich glaube, das wird schwer. Fahren wir mal auf C. Schaden werde ich hier wohl großartig wo keinen mehr machen, weil die ganze Mainfleet von denen ja nach oben irgendwo hinfährt. Alles so außer Reichweite. Ich auch nicht mehr so wirklich Schaden dann an Schlachtschiffen machen kann, weil das Kaliber zu klein ist. Ja, wie gesagt, die Kugeln gehen einfach ja nur kaputt an der Panzerung. Oh, ich habe Schaden gemacht. Schauen, dass ich die Caledian irgendwie mal erwische. Das sieht gut aus. Kein Schaden gemacht. So, jetzt versteckt er sich hinter der Insel. Naja, fahren wir einfach mal auf C. Schauen wir mal. Das ist jetzt die Insel davor. Ach Gott, ey, wie die da immer alle da hinter der Insel rumeiern. Jetzt erstmal wieder hier reindrehen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein spannendes Spiel ist. Der Feind, der fährt weg und wir nehmen ein.
Also wir fahren eigentlich nur die ganze Zeit hinterher. Dann bleiben wir einfach mal hier gepflegt stehen. Vorerst. Und warten, bis die Kaledien da rauskommt. Die will wahrscheinlich die Bugatti irgendwie torpen. Schon wieder kaputt. So, jetzt geben wir mal wieder ein bisschen Gas hier. Jetzt kann ich nicht drauf schießen, weil mein Schiff da genau davor fährt. Jetzt komme ich nicht durch. Mal ein paar Torpedos abschmeißen. Na, ja, so richtig durchkommen tun wir nicht, ne? Ja. Mal eine Zitadelle, ja, genau. Wie gesagt, die Engländer haben keine Zitadellen, vielmehr die Panzerung ist gleich. Null! Und, tja, jetzt fahre ich den mir voll in die Karre rein, weil er hier, ja, abpimmelt. Ich nirgendwo mal hinfahren kann. Anstatt er jetzt erstmal geradeaus durchfährt. Tanz hier auf einer Rasierklinge, ey. Gegen Schlachtschiffe. Wir haben nur noch eins und die haben vier. Wir haben jetzt eigentlich nur noch Kreuzer hier. Das ist jetzt halt ein bisschen, ja, suboptimal, würde ich jetzt gerade sagen. Schlachtschiffe, die können uns jetzt alle einen nach dem anderen hier rausnehmen. So, jetzt sieht schon mal hier auf mich. Und da ist dann halt, da sind die englischen Kreuzer leider Gottes einfach zu schwach für. Hier irgendwie gegen Schlachtschiffe vorzugehen, weil sie gar keinen Schaden machen. Das sind ja immer nur 900. So um den Dreh. Das hat halt alles so ein bisschen schwierig. Aber noch sind wir in Führung. Im Endeffekt müssen wir eigentlich nur wegbleiben. Meines Erachtens. Weg hier. Bleiben wir mal schön hinter der Insel. Wie gesagt, ich habe jetzt leider keine Lust, jetzt drauf zu gehen und dem Feind hier die Punkte zu spenden. Ja, wie die Kugeln da eigentlich nur an der Panzerung zerplatzen.
Da haben wir schon ein Schiff verloren. Ich glaube, das ist noch nicht so wirklich. Die Briten müssen stärker werden. Also, egal in welcher Hinsicht, man hat einfach da keine Chance. Gegen Schlachtschiffe mit einer 152 mm Kanone. Funktioniert nicht, ist nicht drin. Dafür sind die feindlichen Schlachtschiffe zu stark gepanzert. Und wenn man ein Match macht mit nur englischen Schiffen, ist das eigentlich ja für ein Popo. So, jetzt versuchen wir einfach mal hier zu fliehen. Problem ist jetzt gleich, wenn sie irgendwie ein Cap einnehmen, bin ich dann auch wieder, sind wir auch hinten dran, aber das ist jetzt eigentlich nur noch die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier habe, wegzufahren. Ob wir dann gewinnen oder nicht, das ist das halt eine andere Sache. Wäre der Rest einfach weggefahren, zumindest die Kreuzer, dann wäre alles gut gewesen. Die haben aber jetzt noch einen Kreuzer. Und der wird wohl auf A fahren. Wenn mir da die Cap fehlt, fehlen mir dann wieder die Punkte. Das Schlachtschiff fährt gerade auf C. Die gehen jetzt auf A, er geht auf C. Dann ist es jetzt nämlich eigentlich auch egal. Weil dann kriegen wir nämlich keine Caps mehr. Ich werde jetzt hier gleich einfach nur eine Breitseite kriegen und dann hat sich die Sache dann auch erledigt. Es ist. Ach, ich. Man kann sich schon wieder über das Spiel aufregen, aber es lohnt sich schon gar nicht mehr. Nimmt man denen die HE-Munition weg? Ja, wenn dann aber nur Schlachtschiffe da sind, da können die Engländer dann auch wieder nichts mehr machen. Jetzt hat er mich natürlich schon aufgedeckt. Dann kann er mich gleich wegpusten. Ach nee. Macht das einen Spaß? Jetzt machen sie hier schön Scheibenschießen auf mich. Wir schmeißen jetzt hier einfach mal Torps. Man weiß ja nie. Ich könnte ja Glück haben, dass er reinfährt. So, machen wir Rückwärtsgang. Ach Gott, ey, ist das eine Scheiße, ey. Ja, auch natürlich ist ja alles gut und schön, dass Wargaming englische Schiffe reinpackt.
Aber da sieht man dann auch, dass britische Schlachtschiffe nichts mehr gegen Schlachtschiffe, britische Kreuzer nichts gegen Schlachtschiffe reißen können. A, sind sie nicht gepanzert, B, kommen sie mit den Kanonen nicht durch. Also wie soll man Schlachtschiffe versenken, wenn ich noch niemals ranfahren kann? Ja, bin mal gespannt. Also lohnt tut es sich irgendwie noch nicht so wirklich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!